Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Retropanda quält sich. Heute ist ein Super Nintendo Titel dran und das ist diesmal ein Zuschauerwunsch vom guten SNES Maniac. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Ich hab's nicht vergessen, ich weiß, ihr habt mich ja dran erinnert, dass du diesen Wunsch mal geäußert hast. Irgendwie ist mir das entgangen oder ähnliches. An alle anderen, der hat auch einen ganz netten YouTube-Kanal, der macht auch so kleine Kurztests natürlich zu Super Nintendo Videos, wie es sein Nickname schon sagt. Einfach da mal vorbeischaut. Ich verlinke euch den Kanal auf jeden Fall zu unten. Schaut mal bei ihm vorbei, lässt ein paar Grüße da. Ja, er hat sich Kid Clown in Crazy Chase heißt es, glaube ich. Also Kid Clown gewünscht. Der Titel sagte mir vorher so gar nichts. Deswegen habe ich mal so ein bisschen recherchiert und das scheint wirklich großer Müll zu sein. Obwohl eigentlich, was man so besser sieht, der grafische Stil sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ne? Also ist natürlich jetzt nichts großartig Besonderes Neues, klar, aber ja, sieht nicht verkehrt aus, ne? Aber schauen wir mal rein. Ich habe so die Befürchtung, er hat sich das nicht umsonst gewünscht. Schauen wir mal. So, Kid Clown, ja, Start, Option. Mal gucken, was es den Options so gibt. Speed down, left, right, jump. Es ist schon mal gut, dass alle Tasten sinnvoll belegt sind, nämlich alle mit Jump. Das hätte man wahrscheinlich auch mit dem Super Nintendo Controller spielen können, aber immerhin gibt es zwei Varianten. Ich nehme halt die Standardvariante, schauen wir mal. Starten wir das Ganze. Also Musik ruft schon mal schön. Stage 1, okay. Mal schauen, wie weit wir kommen. Oh, das ist aber ein Fiesling hier. Was macht er da? Ist das eine Bombe oder? Ja, okay. Ja, toll, ich habe nichts gemacht und bin jetzt schon verletzt. Beweg dich. Muss ja wahrscheinlich hinterher. Toll, ich habe. Ach du Scheiße. Ist die Ich glaube, ich muss das Gamepad so ein bisschen gleich schräg halten, dass ich hier das hinkriege. Hä? Ach, das war eine Banane. Okay, ich muss wahrscheinlich unten sein, bevor die Zündschnur, ne? Aber, okay. Ey, diese Perspektive. Ich wollte hier die Lebensenergie. Aber dass ich schon nichts gemacht habe. Boah. Also ich versuche schon schräg zu halten, das Gamepad. Diese Perspektive, die Steuerung. Alter. Okay, ich meine, ist quasi ja mal schön, dass sie jetzt keine Standard-Plattformer mal gemacht haben, ne? Heute wird man wahrscheinlich Tempel. Hä? Okay, das muss anscheinend so sein. Also. Ja, dann lauf doch einfach! Hängen. Also die Steuerung, die ist ganz schlecht zu beschreiben, weil durch diese seitliche Perspektive ist die anders, als man denkt auf jeden Fall. Ja, wieso bin ich denn da nicht rübergekommen? Und zwar ist das nicht so, dass man nach links und rechts, sondern der läuft halt perspektivisch nach links und rechts. Und das ist ganz komisch. Ich halte jetzt schon den Controller schräg, dass ich mich da besser drauf einstellen kann. Wie ich das ja gerne bei so diesen alten NES-isometrischen Spielen mache oder so, die versuchen haben, dieses 3D zu machen. Marble Madness zum Beispiel auch oder ähnliches. Aber hier ist das ganz schlimm. Ich wackel eigentlich nur nach links und rechts und hoffe, dass ich einigermaßen. Wieso war das schlecht? Das war doch gerade was Gutes. Und wie lang ist diese scheiß Zündschnur? Aber diese Sprünge hier über die Abgründe hier, das ist so. Wieso kann ich nicht über die Büsche drüber springen? Wie soll ich das denn schaffen? Selbst sowas Einfaches wie über diese Brücke zu rennen. Ach, da war ein Busch. Den konnte man jetzt aber schlecht erkennen. Das war nicht nur meine Schuld. Wie schnell soll man denn da reagieren?
Also die Sprünge muss man ganz, ganz komisch timen. Es ist eine Wasserpfütze, Junge. Ach, es hat die Bombe entschärft. Okay, ich habe zumindest das erste Level geschafft. Was ist jetzt los? Nochmal? Was? Warum? Warum muss ich das denn jetzt nochmal machen? Was? Habe ich jetzt irgendwas nicht eingesammelt, oder? Was zum... Aber warum? Also, da hat ja irgendwelche Kartensymbole da eingeblendet. Muss ich da jetzt welche einsammeln? Wie wäre es, wenn das mir das mal sagen würde? Okay, also aber ich merke schon, in der Steuerung komme ich jetzt etwas besser klar. Okay, das ist ein Peak-Symbol. Muss ich die jetzt einsammeln? Ey! Na, ich kann ja nicht zurück. Aber hier durch diese Steuerung, selbst die über die Brücke gehen, ist Mist. Boah. Die Grundidee sehe ich, was sie damit machen wollen, ne? So, heute wird man hier auf eine Handy-Tempelwand oder wie die Dinger da alle heißen. Ja, mach doch da. Hallo? Mach doch da auf. Hallo. Dann halten. Ja. Also ich hab das Spiel 5 Euro bei eBay inklusive Versand bezahlt. Ich glaube, das ist selbst noch zu viel. Also das ist wirklich einfaches Filmmaterial für die Sammlung, damit es im Regal besser aussieht. Aber Alter, das muss doch irgendwer mal getestet haben, dass das keinen Spaß macht. Ganz ehrlich. Und dann denk mal, man hat das Level geschafft. Mit der Steuerung. Das hätten sie wesentlich besser an die Perspektive irgendwie. Ja, ich konnte. Der läuft sofort los und in das nächste Hindernis rein. Oh. Lebenspunkte brauche ich nicht. Ich brauche diese. Was hast du mir angetan? Lieber Maniac. Was war das jetzt? War da jetzt gar nichts dran einfach? Also ich, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Wenn sowas kommt, ich hüpfe jetzt einfach mal aus Reflex, weil, keine Ahnung. Diese drei Schritte, warum kann er die nicht zurückrennen? Ganz ehrlich. Sag bloß, mir fehlt, ja, ich bin doch darüber gesprungen, komm. Jetzt laufe ich wahrscheinlich sofort in den nächsten Busch rein, ne? Okay. Wenn ich es ankündige, dann passiert es anscheinend nicht. Das ist auch ganz schlecht von der Perspektive hier einzuschätzen. Okay, die haben halt diesen Schatten auf dem Boden. Aber wenn man die so sieht, da erstmal den... Tja, ich war da doch. Ich war da doch. Ach, jetzt bin ich ja sogar zeitmäßig hier noch ziemlich unter Druck. Ja, ja, komm, 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 komm. Lass mich raten, mir fehlt ein Zeichen oder irgendwas. Also ich muss es nochmal machen. Und? Scheiße. Warum brauche ich die 4 Kartensymbole, um eine Bombe zu entschärfen? Warum? Warum? Ja, weil es das so Spaß gemacht hat. Machen wir es nochmal. Immerhin heilt er sich denn erst. Ist auch ein sehr geduldiger Fiesling, ne? Der wartet vor wegen hier, okay. Ja, ich weiß, du musst ja das erst einsammeln. Dann machen wir es halt so lange, bis du das gemacht hast. Bevor ich hier irgendwie die Bombe hochgehen lasse. Die Musik, die ist irgendwie so nichts sagen, ne?
könnte wie, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn man die Musik unter irgendeiner beliebigen Plattform erlegt oder irgendwie sowas, würde man jetzt irgendwie. Ich versuche diese Dinger hier. Ich hab den doch erwischt. Sag euch jetzt schon, ein viertes Mal spiele ich das Level nicht. Oh Mann, ey. Warum habe ich diese Serie ins Leben gerufen? Man muss auch mal schlechte Spiele spielen, habe ich mir gedacht, ne? Ist bestimmt unterhaltsam, habe ich mir gedacht, ja. Nur leider nicht für mich. Was ist jetzt los? Ja, toll. Jetzt ist irgendwie jedes Ding, was ich sehe, verletzt mich, oder was? Also bei zukünftigen Wünschen von dir, lieber SNES-Maniac, sag ich mal pauschal, ja, kann ich nicht besorgen, vergessen. Nein, Scherz. Aber das ist echt, vor allem, es macht ja noch nicht mal Spaß, ne? Wenn dieses Runterrasen hier jetzt irgendwie Spaß machen würde oder sowas. Also es ist jetzt hier komplett random, dass ich irgendwo... Was fehlt, dass das Kreuz finde. Also diese Ballons mit diesen Schatten, die sind so komisch dargestellt. Ja. Oh, wie unterhaltsam. Hey. Ah, ich hab's. Ah, ne. Das war Peak, das habe ich schon. Oh Mann! Ich habe jetzt nur ein schwarzes Kartensymbol gesehen und da habe ich schon gefreut. Wieso ist die Flamme überhaupt rot? Ajo! Ganz ehrlich. Ach, Game Over gleich. Man hat keine mehreren Leben oder sowas. Gleich Game Over. Ach komm, Leute. Das hat mir auch echt gereicht, muss ich sagen. Also, aber danke trotzdem für deinen Wunsch, auch wenn ich es etwas... ja, danke für den Wunsch. Wenn ihr auch mal einen Wunsch habt, einfach die Kommentare rein. Ich hoffe, zumindest ihr fandet es unterhaltsam. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.